Ich gelobe. Mein Vaterland. Mit einem abgespeckten Festakt in Wien und der Angelobung von 100 Rekruten hat Österreich den Nationalfeiertag begangen, dem Vaterland zu dienen und es zu schützen. Dieses Gelübde nahm Bundespräsident und Oberbefehlshaber Alexander Van der Bellen angesichts der frisch überwundenen türkis-grünen Regierungskrise nur zu gerne und mit einem Seitenhieb auf. Auch die Politik, mich selbst eingeschlossen, kann sich an Ihnen ein Beispiel nehmen. Denn auch der Zweck der Politik ist es, dem Land zu dienen. Danke, dass Sie uns heute daran erinnern. Eine Maskenpflicht herrschte nicht auf dem Heldenplatz, obwohl am Feiertag über 3.300 Corona-Neuinfektionen gemeldet wurden. Am Sonntag waren es sogar 3.600. Die kritische Grenze der Intensivbettenbelegung liegt bei 600 Covid-19-Patienten. Ist sie erreicht, dürfen Ungeimpfte nur noch mit triftigem Grund ihr Zuhause verlassen. Regional sind bereits Einschränkungen in Kraft. Der an Bayern grenzende Bezirk Braunau muss Ausreisekontrollen durchführen. Dort lag die 7-Tage-Inzidenz zuletzt bei über 400. Und in Oberösterreich herrscht ab nächstem Freitag wieder FFP2-Maskenpflicht im Einzelhandel und in Kulturbetrieben.